Hey, hey, Dennis Gore hier. Herzlich willkommen zu Bitcoin Info Money Show 290. Heute am 30. Januar 2017, nee, 2018. Ja, wir sprechen heute über Bitcoin und darüber, dass es keinerlei sinnvolle Funktion hat, laut einer Aussage. Dann über einen Überfall, einen Bitcoin-Überfall und über Starbucks und das Potenzial von Bitcoin und Blockchain. Aber wir beginnen mit dem Preis aktuell. Oh, wo stehen wir? 11.008 Dollar, ja. Der Preis weiß nicht genau, was er so machen soll. Es geht immer ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Kennen wir ja schon die Seitwärtsbewegung der letzten Tage. Aber kommen wir mal zum ersten Thema, nämlich ein Nobelpreisträger sagt, der Bitcoin hat keinerlei sinnvolle Funktion. Es gibt doch schon etwas Besseres, ja. Und viele Leute sind der Meinung, ja, Bitcoin und Co. sind kein sicheres Investment. Ja, kann man drüber streiten. Ja, es ist ein Experiment, aber man hört natürlich jetzt immer mehr Experten auch, ich sag mal Experten in Anführungsstrichen, die sagen, Bitcoin ist eine Blase, die kann jederzeit platzen. Und ja, der Nobelpreisträger Josef Stiglitz hat sich jetzt nochmal zu diesem Thema geäußert. Alle, klar ist natürlich, die schon länger im Bitcoin drin sind, länger investiert sind, die freuen sich alle gerade über die Kursgewinne, die Talfahrten und ja, krassen Anstiege, die kennen wir alle aus der Szene. Auf jeden Fall die schon länger dabei sind. Aber die Gruppe der Bitcoin-Gegner wächst auch, ja. Und der Josef Stiglitz, der ist Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften und Professor an der Columbia Universität. Er hat auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos gesagt, dass ja, der Bitcoin zwar den einigen Menschen oder vielen Menschen eine aufregende Zeit beschert, aber er warnte definitiv vor einem bevorstehenden Kollaps, ja. Und natürlich, ja, als ehemaliger Chefökonom der Weltbank kann man ihn nicht als Fan von Kryptowährungen bezeichnen. Was will man von einem Banker auch erwarten? Ja, aber er vertritt die Ansicht, der Token, der Bitcoin, erfülle keinerlei sinnvolle soziale Funktion. Ja, denn es sei bereits ein gutes Tauschmittel vorhanden und der Bitcoin sei damit überflüssig, ja. Und er hat jetzt im TV-Interview auch gesagt mit Bloomberg, die einzig nützliche Funktion des Bitcoin sei die Umgehung der Legalität. Ja, und aus diesem Grund sei die Münze auch so erfolgreich. Ja, gäbe es strengere Vorschriften, sähe die Situation ganz anders aus. Ja, wenn man sich jetzt mal die Studien anguckt, wofür der Bitcoin genutzt wird, ja, da hat sich herausgestellt, dass 1% der Transaktionen für illegale Transaktionen genutzt werden. Ja, bei anderen Währungen, ich glaube beim Dollar, sieht das ein bisschen anders aus, aber naja, da stimmt seine Aussage wohl nicht vom Stiglitz, ja, aber er geht davon aus, ja, er sagt einfach, es ist nicht tragbar, dass Bitcoin im hohen Maße für illegale Zwecke und Geldwäsche genutzt wird, und er fordert ein Verbot von Kryptowährungen. Ja. Und ja, er hat auf jeden Fall dann in Davos noch gesagt, ja, Bitcoin versuche ein Problem zu lösen, das es vorher nicht gegeben habe. Welches Problem hat es denn vorher nicht gegeben? Das mit den Banken? Naja, egal. Er sagt, es existiere bereits ein gutes Tauschmittel, das auch als Wertanlage sehr geeignet sei, nämlich der Dollar. Leute, ich muss da lachen, weil der Dollar als Wertanlage zu sehen, wenn sich mal die Geschichte vom Dollar anguckt, was der an Kaufkraft eingebüßt hat die letzten Jahre, ja, ist diese Aussage einfach nur schwachsinnig. Aber er sagt, hey, mit dem Dollar, wir können damit handeln. Warum wollen die Leute Bitcoin? Für die Geheimhaltung natürlich, sagt er. Also man merkt, er hat überhaupt nichts verstanden. Ich glaube, er hat sich noch gar nicht mit der Thematik befasst, ja. Und geht davon schwer aus, dass sobald die Regulierungen kommen, dass die Nachfrage zum Bitcoin einfach verschwindend gering sein wird. Und ja, dass es dann im Endeffekt bergab geht, ja. Des Weiteren sagt er, man könne nicht Bargeld einschränken, gleichzeitig aber völlig anonyme Instrumente zulassen, ja, die für illegale Transaktionen genutzt werden. Und er wies nochmal darauf hin, dass Bankensysteme bereits auf eine stärkere Nutzung von digitalen Zahlungen hinarbeiten. Bitcoin sei dafür aber nicht notwendig. Natürlich, liebe Banken, Bitcoin ist nicht notwendig für euch, aber für uns, für den Menschen ist er notwendig, weil wir keinen Bock mehr haben auf die Banken, ja, und auf dieses korrupte System. Ich glaube, das haben viele noch nicht verstanden, aber gut, so soll es sein. Jeder kriegt das, was er verdient. Und ich glaube, die Banken, ja, wenn die dieser Auffassung sind, die Josef Stiglitz vertritt, tja, dann kann ich nur sagen, werden die nächsten Jahre für euch sehr, sehr schwierig. Ja, zweites Thema, im UK, United Kingdom, ein Engländer wurde überfallen. Ja, er hat eine Crypto-Trading-Firma seit Juni 2017 und wurde in Molesford in South Oxfordshire
ja, überfallen. Es ist wohl jemand eingebrochen bei ihm und ja, hat jemanden, die Frau, soweit das hier hervorgeht, gefesselt und hat dann den Trader Danny Aston mit der Knarre bedroht und gesagt: Gib mir deine Bitcoins. Wie viele Bitcoins gestohlen wurden und was genauso passiert ist, geht hier nicht hervor. Aber es vermehrt sich. Immer wieder hört man jetzt mal, ja, dass Leute überfallen werden, dass probiert wird, Bitcoin irgendwie zu rauben und so weiter. Und es scheint wohl, ja, dass einige das als ein interessantes Geschäftsmodell sehen, ja, Raub von Bitcoin. Ich glaube nicht, dass das wirklich etwas ist, was Schule machen kann, denn die meisten Leute, die haben vielleicht ein paar Bitcoins auf ihrem Handy, aber die größeren Summen, wenn sie größere Summen überhaupt denn haben, ja, die liegen garantiert nicht in irgendeinem Online-Wallet oder sollten nicht in einem Online-Wallet liegen, sondern irgendwo offline und damit auch sicher vor dem Zugriff. Aber schon interessant, ja, dass man jetzt immer wieder davon hört, dass Menschen jemanden überfallen, die halt, wo sie glauben, die haben Bitcoins. Ja, in Kanada gab es noch so einen Fall. Ich glaube, in der Türkei gab es mal so einen Fall, wo jemand überfallen wurde, wo die Polizei denjenigen auch relativ schnell geschnappt hat. Aber hey, ist schon gefährlich, ja, als Krypto-Trader. Also, kommen wir nochmal zum nächsten Thema. Starbucks. Starbucks glaubt an das Potenzial der Blockchain. Und der CEO Kevin Johnson, er hat gesagt, er auf lange Sicht hat die Blockchain eine riesen Zukunft und wir müssen uns ja stärker für das mobile Bezahlen per Smartphone rüsten. Ja, er sagt aber auch, Bitcoin dürfte wohl keine Rolle spielen erstmal. Ja, weil er nie eine gültige Währung sein wird, die man im Einzelhandel erfolgreich einsetzen kann. Das ist seine Auffassung. Und ja, die englischsprachige Webseite Diginomica hat mit dem Geschäftsführer Kevin Johnson halt ein Interview geführt. Und ja, sein Team arbeitet mit der Bank Chase, dem chinesischen Internetanbieter Tencent, mit Alibaba und anderen Kooperationsformen an einer digitalen Bezahlplattform. Ja, einfach um das mobile Zahlen zu vergessen. Und es sind auch Kreditkarten, also eigene Kreditkarten in Zusammenarbeit mit Chase und Visa geplant, sagte er weiter. Ja, und er glaubt halt, der CEO von Starbucks, dass schon in wenigen Jahren die Blockchain-Technologie im Konsumentensektor eine wichtige Rolle spielen wird. Ja, er sagt aber auch, hey, wir wollen selber keinen eigenen Coin rausbringen oder eine andere Kryptowährung finanziell unterstützen. Eine oder mehrere Digitalwährungen werden sich im Endkundenbereich durchsetzen. Ja, was einfach am bahnbrechenden Konzept der Blockchain liegt, ja. Und ja, er will einfach halt dann diese also die Kryptowährungen einpflegen, die sich wirklich durchsetzen. Welche das sind, hey, das ist zur aktuellen Stunde schwer zu sagen, ja. Bitcoin in der aktuellen Form ist dafür nicht geeignet, ja. Aber es gibt ja viele andere Alternativen, ja. Und da bleibt einfach spannend abzuwarten, welche Teams, welche Kryptowährungen ja in den nächsten Jahren wirklich da das Rennen gewinnt. Und er sagt auf jeden Fall, Starbucks ist in einer einzigartigen Position, um mobile Bezahldienste auf einer vertrauenswürdigen Basis weiterzuentwickeln. Und ich denke, es ist ein ganz guter Weg. Ja, haben sehr, sehr viele Kunden Starbucks weltweit vertreten. Und wenn die da etwas machen mit mobilem Bezahlen, kann das, denke ich, ganz schnell auch die Runde machen. Ja. Er sagt, vor 20 Jahren hätte noch keiner eine Vorstellung davon gehabt, wie sehr das Internet unser aller Leben beeinflussen würde. Ja, von daher sei es jetzt Zeit, um neue Fragen aufzuwerfen, um die richtigen Weichen für die Zukunft zu stellen. Ja, das ist einfach das, was er, seine Intention, dass er wirklich das Unternehmen fit macht für die Zukunft. Finde ich gut. Bin gespannt, wie Starbucks da weiter vorgeht, welche Kryptowährung sich letztendlich dort auch durchsetzen wird. Aber ich denke, da sind wir alle gleichermaßen gespannt. Ja, gucken wir mal auf CoinMarketCap. Marktkapitalisierung 557 Milliarden, Trading-Volumen 19,8, Bitcoin-Dominanz 33,5%. Und ja, wenn ich mir so die Top 20 angucke, aus den Top 20 sind nur zwei Werte im Plus zu gestern Morgen. Wir haben jetzt kurz nach 8 hier am 30. Das ist einmal Neo mit 4,6% im Plus bei 164 Dollar und Icon mit 8% Plus bei 9,65 Dollar. Alles andere ist leicht im Minus. Der Tag ist noch jung. Mal gucken, was sich da noch tut. Aber die beiden Top-Gewinner zu gestern, das sind Ignis mit 30% Plus und Dent mit 29% Plus. Und die Top-Verlierer sind Archain und Zclassic mit 11 und 10%. Also ist wieder einiges an Bewegung drin im Kryptomarkt. Aber seit Tagen, ja, sind wir halt in einer relativen Seitwärtsbewegung. Ich sag mal seit Tagen, das ist ja jetzt nicht wirklich so schlimm. Im Endeffekt hat sich nicht so viel getan seit diesem neuen Jahr. Es ging mal ein bisschen hoch im Januar, wieder runter.
Aber mehr oder weniger die Linie ist relativ, oder die Richtung ist relativ seitwärts. Viele hoffen darauf, dass es im Februar dann wieder steil nach oben geht. Ich bin gespannt, ja, wie es sich entwickelt. Und ja, freue mich erstmal auf die weiteren Tage in dieser Woche. Bedanke mich erstmal bei dir fürs Zusehen, fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, lass mir ein Like da, lass mir einen Thumbs up da. Und denke dran, ja, komm auch auf steemit.com, steemit.com/@DennisKura, ja, Social Media Blockchain Plattform, wo du Kryptowährungen verdienen kannst. Ja, ziemlich cooles Konzept. Also, damit bin ich raus und sag wie immer, weißt es, mach es gut, schwenk den Hut. Let's fight the forces of evil in Bitcoin and cryptocurrency we trust. Bam!